Na, guten Tag. Ich würde euch wieder gerne mal meine drei Sachen erklären. Ich liebe ja Augen und Augendiagnose, die ist immer erhellend, wenn ihr irgendwelche gesundheitlichen Fragen habt, aber auch wenn ihr einfach vorsorglich optimieren wollt, was euch eure Augen sagen. Das geht in die Gesundheit, es geht aber auch ziemlich schnell in die Psychologie und wie ihr eben so geprägt seid von eurem Verhalten. Dann ist die Handkunde natürlich etwas Spannendes, indem man die Elemente lernt, welches Element man in seinen Händen trägt und wie sich das auswirkt. Wir handeln nämlich ganz anders, ob wir Feuerhände, Erdhände, Lufthände oder Wasserhände haben. Und das alleine sagt schon ganz viel. Dann gibt es aber in den Händen natürlich auch in den Fingerprints schon eigentlich so eure Lebensaufgabe. Die ist immer erhellend zu wissen. Als Hintergrundwissen wird euch das immer begleiten in euren zukünftigen Handlungen. Und dann gibt es natürlich das, was zum Erfolg und zum Bestseller geführt hat, Fußkunde. Eure Füße lesen zu lernen. Und dafür gibt es ja die Fußkarten noch dazu. Wenn ihr das selbst lernen wollt, wenn ihr das mit euren Familien anschauen wollt oder auch wenn ihr selbst Therapeutin seid und das natürlich integrieren möchtet in eure Arbeit. Füße sehen wir nicht nur am Strand oder im Yogastudio. Füße zeigen uns selbst und mir geht es um Selbsterkenntnis zuallererst, bevor ihr andere Füße lesen lernt, dass ihr, wo ihr gerade steht, wie ihr umgeht mit eurem eigenen Fortschritt, was euch vielleicht optimieren helfen würdet, dass ihr die Themen, die in eurem Leben gerade anstehen, dass ihr die nicht von euren Füßen ins Leben übersetzen könnt, sondern dass ihr wisst, ich stehe da, so wie ich heute bin, das zeigt mir das Fußlesen. Dann, wenn ihr wisst, wie ihr ja gerade dasteht, wo ihr vielleicht alles in die Zukunft verschiebt, wo ihr vielleicht in einigen Themen, und an den Füßen haben wir 10 Themen, noch zu sehr verhaftet seid in der Vergangenheit, wo etwas nicht losgelassen wurde. Das muss ich alles nicht im Detail wissen, aber ich kann euch sagen, was euer Körper dazu sagt. Und da ihr ja mit eurem Wunderwerk Körper unterwegs seid, ist der auch immer der Schlüssel. Und seit ich als Psychologin arbeite und seit ich Hand, Fuß, Augenkunde mit einbeziehe, komme ich viel schneller auf die Punkte, die wirklich gerade relevant sind. Da braucht es nicht 20 Sitzungen, da braucht es eine und vielleicht eine Nachsitzung, wenn ihr daran wieder arbeitet, an den Themen und über eine gesundheitliche Begleitung, was ich bei ganz vielen Leuten mache, dass sie alle Jahre, alle 2 Jahre einmal zu mir kommen für einen gesundheitlichen Check-up, aber auch ob die Themen sich geändert haben, ob sie weiterhin auf dem guten Weg sind. Und das erfreut mich immer besonders in Einzelsitzungen. Dieses 1-zu-1-Gespräch, das gibt mir so viel, es macht mir so viel Spaß, Leuten einzeln helfen zu können. Und dann macht es mir natürlich auch Spaß, Vorträge darüber zu halten. Und ich bilde aus. Und das mit besonderer Freude. Und 2018 besonders mit dem Augenmerk Augenkunde. 2019 werde ich mehr wieder über die Hände machen, weil ich arbeite gerade auch an einem Handkartenset, dann ist diese Trilogie von Augen, Händen und Füßen mit den Karten einmal als Hauptwerk da. Und je nachdem, welches euch am meisten anspricht, das ist so die Eingangssituation in diese Körperkunde. Und was sagt mir mein Körper? Und das ist immer spannend. Ja, wünsche euch eine ganz gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.